Feuerio zusammen und herzlich willkommen zu Muckebatscher für Anfänger. Hier, Batsch! Butz! Nie Butz, Batsch. Wer nicht weiß, wovon wir reden, hat eindeutig die letzte Folge verpasst. Das war die schlimmste Folge in meinem ganzen Leben. Also, ich glaube, das ist richtig. Ja, ich bin mir sicher, dass es richtig ist. Also, aber Katze ist sich da nicht. Wer ein bisschen Schwäbisch lernen will, ne, also Spezialfachbegriffe, sollte die letzte Folge angeguckt haben. Während ich nämlich fleißig die Pflanzen auf 10-10 hochzüchte, habe ich ganz tolle Vokabeln gelernt. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Guckt euch an. Wer es nicht tut, ist selber schuld. Kann ich euch auch nicht helfen. Ajo. Ajo, ajo. Ajo. Die Katze ist so froh. Ajo. So, jetzt habe ich die auf 10-10 hoch. Ich habe es endlich geschafft. Jetzt müssen wir die nur noch ein bisschen vermehren. Wie sieht denn das eigentlich mit einem Jetpack aus? Oh ja, das wäre ja mal eine Investition, ne? Sollen wir da in die Richtung mal gehen? Ich denke, das ist gar nicht so schwierig, ne? Ich glaube, das war relativ easy hier. Ja, wenn wir auf die Leadstones, also wenn wir jetzt erstmal auf die Leadstone Energy Jetpacks gehen, ja, dann, ich denke, ja. Mach mal ruhig. Dass wir mal hier ein bisschen arbeiten können, ein bisschen reparieren, rumfliegen. Nur Early bauen wir keins, weil er nicht da ist. Wer es noch nicht gemerkt hat, Early ist in Tokio. Tokio. Tokio, Kaya. Hallo, herzlich willkommen in Tokio. Wir machen rückwärts altes Lack in a Pony. Was? Rückwärts altes Lack in a Pony? Was? Rückwärts altes Lack in a Pony? Ja. Aha. Rückwärts altes Lack in a Pony. Lululululululul. War sehr freundlich von dir. Du hast ja einfach nicht mehr alle. Ich hab und noch einen. Ich gebe mich mit dir ab. Das verstehe ich sowieso nicht. I will never do that again. Hulululululul. Du bist ein Lululul im Kopf. Ich bin kein Hulululululul im Kopf. Doch, ganz arg. Das habe ich mir übrigens auch angewöhnt aus dem Schwäbischen, ne? Weil Miri das auch mal sagt. Immer ganz arg. Nicht das stark oder so. Nein, ihr sagt einfach immer arg. Ja. So wie ein Pirat. Arrgh. Arr, ich bin kein Pirat. Na, du bist eine Piratte. Pikatze. Katze? So, ich habe jetzt gleich das 3x3-Feld mit Redstone Drone fertig. Und sei stolz auf mich, bitte. I am so proud of you. I will never forgive you for being not before in my life. My English is the yellow from the egg, so please try again later. The Yellow from the Egg ist auch echt so eine geile Sprache. Ist oder Far-Looking Tower, Fernsehturm. Oh, geil, guck mal hier. Jetzt gibt's immer Redstone en masse, ey. Nie wieder ey, Redstone. Ja, willst du eine Belohnung dafür haben? Ja, bitte. Okay, dann so hast du hier dein eigenes Geld. Jetzt schon? Wow, das ging aber schnell. Ja, ich war beide hast du denn schon einen Recharger oder wie das scheiß Ding heißt? Nee, wir haben das. Ich lade jetzt gerade das eine auf. Du kannst das eine gerne haben schon. Das ist, der steht ja da vorne. Wo ist er denn? Ich hab beide schon. Ach, hier, da. Ja, ich seh's. Ja. Yippie, ja, ja. Eine craftende Katze. So, das kannst du schon nehmen. Ich muss aber ein T1, ne? Das hält ja nicht so lang. Aber besser als nein, aber ich weiß nicht, was wir jetzt gerade haben. Wir brauchen Ingwer für Tier 2. Warte mal, kriegt man einen Fallschaden? Oh ja, kriegt man. Gibt es hier diese Boots, die das komplett negieren? Rubber Boots waren IC2, wenn ich mich nicht täusche. Longfall Boots wären von Portal Gun. Das stimmt. Longfall? Nein, gibt's nicht. Da muss ich mir Featherfalling drauf machen. Aber oder sowas. Ja, oder du. Die haben doch. Das glaubt, dass das den Emergency Hover Mode. Dass wenn du durch den Fallschaden sterben würdest, dann schalten sie ab. Wie? Die schalten dann ab. Wenn du jetzt durch den Fallschaden sterben würdest, hier durch den Damage, dann schalten die automatisch ab, soweit ich das weiß. Also schalten die in Hover Mode. Damit du eben nicht stirbst. Bei den Hover-Modes gibt es ja auch noch, weißt du? Ja, ja. So, jetzt Simply bin ich so hoch und jetzt müsste ich ja theoretisch sterben, ne, wenn ich runterfalle. Aber er lässt mich immer weiterfliegen. Naja. Ja. Muss ich selber bremsen. Kannst du die nicht direkt auf Tier 2 machen? Lohnt sich denn Tier 1 so sehr? Wir können doch eigentlich schon. Ja. Ich meine, ja, die sind wir jetzt direkt nicht auf so Tier viel 2. Teurer. Oh,
Ich werfe erstmal mein Zeug weg. Ich muss nur ganz kurz das Ding irgendwie anders belegen, weil ich meinen Jetpack ganz gerne aus- und anmachen können will. Obwohl ich habe ja... Ja, du meinst den Hover-Mode? Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Nein, nicht den Hover-Mode. Sondern ich möchte meine Engine komplett abstellen. Ach so, okay. Das ist, dann machen wir hier... Nein, ist das, sag mal, diese Taste einfach anders belegt. Diese Windmühle, habt ihr die eigentlich nicht hingekriegt, zum Laufen zu bringen, oder was? Nee, es hat sich keiner damit beschäftigt. Okay, sind die Sachen noch da? Guck mal, Wind... Nein, sind sie nicht. Doch, sie müssten eigentlich noch ein System sein. Ach doch, da, Flux Windmill, aber nur eine. Rotor, okay, dann versuchen wir es mal hiermit. Genau, so. Wir brauchen das Bronzezeug für Jetpack. Was steht denn im Handbuch drin? Im Handbuch stand irgendwas, dass die auf eine Höhe von... Energies above Y60. Das würde reichen. Y100 plus... Bronzegier. So. Okay, pass mal auf, dann gehe ich jetzt gleich mal da. Wo kann ich die Windmühle denn hinstellen? Ich müsste einfach so eine Cobblestone-Kacke nach oben bauen und dann die. Ja, wenn du die irgendwie zum Laufen bringst, dann werden wir später bestimmt einen tollen Platz dafür finden. Aber ja, ich muss halt irgendwo einmal über Y100 kommen. Ich baue mich einfach mal hoch, ich würde es mal ausprobieren, ja? Ach, die geht nur bei Y100, oder was? Also dann geht sie erst gut. So. Ich probiere es mal aus. Ich stelle mich mal jetzt hier hinten, wo unsere ganze Stromversorgung ist, hier. Hier unten einfach so. Gibt es jetzt einen Windmühlenpark, damit sich Leute wieder beschweren können. Sieht so scheiße in meinem Garten aus. Aber ich habe lieber einen Atomreaktor in meinem Nachbarschaft, anstelle eine Windmühle in meinem Garten. In meinem Nachbarschaft, easy. Oh, ist das geil mit Jetpack. Warum haben wir das erst so spät gebaut? Keine Ahnung. Ihr wolltet von mir, dass ich nicht übertreibe. Naja. Es gibt Übertreiben und es gibt Hilfsmittel, ne? Katze. Wie unterscheidet man zwischen den beiden? 2, 1. Das, wenn du mir nochmal sowas unterschlägst, ich dich umbringe. Okay. So, Windmühle. Katze wird sterben. Hingestellt. Produziert im Moment nix. So, und jetzt kommt der Rotor vorne. Theoretisch. So. Produziert immer noch nichts. Hallo. Muss ich die aufziehen oder so? Ja, ist leider das Problem. Das war ja das, was wir auch nicht konnten. Hat nicht funktioniert, das Ding. Naja, aber ich kann sie von Hand drehen und dann... Okay, warum funktioniert das nicht? Das ist sehr interessant. Hallo. Hallo. Würden wir bitte kurz Tetris Jetpacks tauschen? Oh, mit Freuden. Hier, bitteschön. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Und hui! Das ist schneller, oder? Was? Das Jetpack, das geht schneller in die Luft. Ja, auch. Und es hat viel mehr Energie. Okay, warte. Ich google mal ganz fix. Agrarian Skies 2 Windmill. Warum funktioniert die nicht? Windmill Output 0 RF. Ja, das haben wir auch. Okay. Also es ist wirklich so, dass es abhängig ist, in welcher Richtung man die Windmühle betreibt. Oh, schön. Ich schmeiß erstmal mein Jetpack weg. Wo hab ich's hingeschmissen? Das heißt, wir müssen jetzt ausprobieren, in welche Richtung der Wind hier in unserem schönen Projekt weht. Toll. Auf der anderen Seite muss ich aufpassen, dass die nicht irgendwo gegenstößt. So, versuchen wir mal in die Richtung. Ja! Wow, direkt im Second Try. Geil. Die schafft 24 RF je Tick. Ist das okay? Für nix? 24 RF pro Tick für nix ist gut, ja. Wir müssen nur noch ein Kabel finden, das das Ganze dann hier logisch verbindet. Ja, haben wir keins. Na, wir brauchen halt eine Menge von den Kabel, 24 RF. Haben dann. 24 RF ist jetzt nicht so, als wenn wir da nicht billige Kabel für nehmen könnten, oder? Nee, da können wir sogar die Leadstone nehmen. Ja. Billig, Moment. Ich hätte gerne, ich weiß nicht, bestimmt 50 brauche ich. Landeanflug. Puh, gelandet. Ohne Schaden zu nehmen. Lob mich. Sehr gut.
Danke. Ich habe 40 für dich. Hier, 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 hinter dir. Mehr brauchen wir jetzt gerade. Ja, das sind noch nicht die Harden, ne? Das sind die normalen. Nein, nein, das sind die Leadstone. So, ich muss nur an irgendeine Batterie dran. Ich gehe hier einfach an die Leadstone Energy Cell. Ja, ne? Du machst das, genau. Aber hier ist eine Cobblestone daneben. Das ist irrelevant, das ist ein Drawer. Ja, ich will es noch nicht blockieren. Gut, ich mach's jetzt erstmal provisorisch, dass, naja, schön machen müssen wir es halt eh später. Ja, mache ich ja jetzt sowieso im Laufe der Zeit jetzt. Genau, aber ich glaube, die reichen nicht, mein Freund. Die werden auf gar keinen Fall reichen. Kannst du mir noch welche bauen? Brauchen wir Glas, ja, machen wir. Brauchen Sand. Oh, stimmt. Ja, das. Deswegen sage ich ja, wir müssen unbedingt dazu übergehen, dass wir so eine gewisse Produktion von Sand und Dust und so hinkriegen. Um einfach auch jederzeit auf die Ressourcen zugreifen zu können. Ja gut, das ist halt Sand und Dust und so Zeug müssen wir jetzt halt wirklich mit der Zeit machen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich würde das ganz gerne. So, wow, das war knapp. Soweit bin ich gekommen. Hat sich dein Hover-Mode aktiviert? Nein. Er hat halt einfach keine Energie. Ich habe jetzt gerade die Speed-Upgrades hier rübergeschmissen, damit er schneller für uns Gravel und Sand macht. Weil er hat einfach, oder packst du hier den Sand Gravel Bricks? Er packt die Gravel Bricks. Er packt die in Gravel Bricks, deswegen. Wer? Der Auto-Packager bedeutet, es hier lohnt sich nicht. Nehmen wir den Maserator für. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Machen wir gerade mal den Output aus. Wie viele. Ja, wir haben ein bisschen das Problem, dass wir nicht besonders schnell Lava generieren. Ne? Also die brauchen ja. Also ich meine, sie sind schon schnell, aber wir könnten die Geschwindigkeit verdoppeln. Also nochmal. Nee, verdreifachen. Nee, verdoppeln. Wenn wir können wir die Geschwindigkeit erhöhen. Was mit, willst du mit machen? Mit Soundcraft diese Feuer herstellen. Netherrack mit Feuer drauf erhöht es auf mal 3. Nee, glaube ich nicht. Es stand so bei mir in den Kommentaren, aber echt? Soweit ich weiß, ist die lohnenswerteste Variante Pyrotheum. Und Pyrotheum ist dadurch, dass wir eine Blaze haben und dadurch, dass wir eben die Sachen schon durchgejagt haben. Aber brennt das denn von alleine? Pyrotheum ist sowas wie Lava. Nur aber besser. Ablazing Pyrotheum, ne? Ja, das ist aus Pyrotheum das gemacht und wir können das herstellen. Wir brauchen nur noch Coal Dust und das kriegen wir hin durch Maserator. Ja, das wäre easy. Soweit ich weiß, brauchen wir 4 für 1. Moment, ich mach das ganz kurz. Das ist gut, dass du das gesagt hast, weil ich wollte das sowieso noch machen. Wir können dann hier gerade mal 2, dann hast du auch genug Kabel, auf jeden Fall mal 10 mehr. Das wäre ja schon nicht schlecht. Wir haben sogar schon noch Sulfur mit rausgekriegt. Du weißt, dass das aber ein Pyrotheum Dust gerade mal 100 Millibuckets sind, ne? Das ist schon wenig. 100? Ne, 250. Ja, ne, 100. 100, dann brauchen wir mehr Dust. Das ist nicht wenig, dann brauchen wir nur 10. Das fließt ja wie Lava. Ach so. Ja, reicht es auch so weit oder ein bisschen weiter? Es reicht auch so weit. Ja, könnte eng werden. Aber wenn wir probieren es mal. Wenn wir es in die Mitte setzen, dürfte es passen. Weil dann könnte ich nämlich auch, dann würde ich einfach. Nein, einer wäre unterversorgt. Gut, aber wenn wir das Ganze dann vervierfacht haben auf die Speed, dann können wir auch einen größeren Lava-Generator bauen. Und hätten mehr Energie, um mehr von dem Pyrotheum zu machen. Ja, genau, das können wir dann genau. Dann würden wir uns das geht dann nämlich schneller. Ja, und irgendwann halt ein Reaktor. Das hat ja noch Zeit, aber. Ich habe eine Windmühle ins Betrieb genommen. Das ist schon geil genug. Das ist sehr geil. Haben wir eigentlich ja F-Tools drauf? Ich glaube ja. Dann haben wir nicht. Nicht? Oder? Nee, nein, du hast recht. Wir haben keine F-Tools drauf. Das ist bedauerlich. Weil sonst hätte ich gesagt, F-Tools, ganz ehrlich, da schmeißt du theoretisch die Sachen nur rein. Damit können wir außerhalb vom Autocrafting-System von Applied Energistics relativ effizient. Oh, ich sehe gerade, wir haben nicht genug Blaze Powder. Relativ effizient in Richtung. Ja, Blaze Powder ist auch wieder das Problem, dass wir Dust brauchen. Ich sag ja, wir müssen jetzt unbedingt mal dazu übergehen, dass wir. Ist der extra? Macht der extra? Siebt der Sand durch? Ist der extra? Der soll gerade gar keinen Sand sieben, sondern ich mach gerade Sand. Aha. Oh. Das Delorium. Sieht gut aus. Delorium. Wie sieht das mit Glowstone bei uns aus? Glowstone haben wir ein bisschen, oder? Warum? Was willst du mit Glowstone verarbeiten? Ah, ne, Glowstone haben wir zu wenig. Das lohnt sich nicht. Wir können über einen Fluid Transposer theoretisch auch Blaze Powder machen. Aber dann gehen wir hier einfach mit Dust und ich mach kurz ein bisschen Cobblestone weg. Ja, ich denke, wir müssen übergehen von
von diesem ganzen Gravel-Sand auf das drunter. Das hat einfach die wichtigsten Ressourcen mit drin eigentlich irgendwie. Ja, die wichtigsten Ressourcen. Welche Ressourcen hat es denn drin? Redstone, das wir jetzt automatisiert haben. Redstone habe ich jetzt Blaze Powder, das wir später durch einen Mob-Spawner bzw. durch die Mob-Farm mit einem Blaze-Spawner theoretisch ersetzen können. Beziehungsweise Blaze-Spawner, Blaze hier in Agrarian Skies. Ja, kannst du einmal einfangen und dann in einem Replikator, dass er immer neu gebaut wird. Ja, und das Besondere ist, du brauchst für die keinen Grinder. Für die Blaze. Die verbrennen Blazes, einfach. Kannst, nein, nee, nee, die Blazes kriegen Schaden durch Wasser. Wenn du eine Box machst, in denen die dann mit den Autospawnern gespawnt werden, oder wir uns mit den Dollys aus dem Nether zum Beispiel Blaze-Spawner holen, sterben die in einer Monsterfalle, wie früher die uralten Spinnen Sandfallen. Ah, cool. Deswegen, aber wir gehen jetzt einfach, ich gehe jetzt einfach kurz hin und mache hier den Teil durch. Aber weißt du, ich werde dann auch auf kurz oder lang den Blutaltar umsetzen. Denn dann das wird es, das mit der Mob-Farm wird es ein bisschen einfacher. Also mit der Mob-Spawn-Farm ist es einfacher als mit dieser manuellen. Das ist nämlich relativ kacke. Aber dann werde ich hier einfach ein Auto, einen, wie heißen die denn? Ein Slaughter, nicht Slaughter, sondern so ein... Wie heißt der Mob-Grinder. Grinder, genau, dankeschön. Ja. Gerne. Den wollte ich bauen. Slaughterhouse würde ich ehrlich gesagt dahinstellen, wo unsere Farm endet. Mein Slaughterhouse hat eine relativ kleine Idle-Time, kleiner als der Grinder, wenn ich mich nicht täusche. Und kann trotz alledem, gibt ein Slaughterhouse dann eben sowohl die Pinkslime für den Laser-Drill, die wir hier in der Void World ja überhaupt gar nicht aufstellen können. Ne, im Void kriegen sie auch. Ja. Funktioniert auch, wenn sie ins Void zielen. Ja, ja, funktionieren sie auch. Auch ziemlich gut eigentlich. Müssen halt auch auf eine entsprechende Höhe. Besser wäre es dann, wenn wir dann irgendwie einen Tesseract schon hätten. Um diese Energieversorgung besser hinzubringen. Haben wir noch Tin in der Schmelze zufällig? Ich habe alles, was rausgekommen ist, jetzt gerade müsste in der Truhe sein, was naja, rausgegossen leider, werden brauchte, konnte. Ich brauchte einen Tin-Gear. Aber Ingens sind da noch drin, dann schmeiße ich mal was rein. Brauchst du ein Forestry-Tin-Gear oder ein Tin-Gear? Nee, richtiges gegossenes, ich habe schon geguckt. Weil die ganzen Simply Jetpacks nehmen nämlich beide Gears, das finde ich relativ gut. Ja, es gibt Sachen, die nehmen so einfach, kannst du einfach normale Sachen. Ey, hier ist ja nicht mal mein Tisch. Ach doch, hier hinten. Oh, ich muss was essen hier. Ach, du hast das jetzt mit einem Fluidukt gemacht hier, ja. Ja, ich habe es automatisiert und das ist ja auch per Redstone an- und ausschaltbar. Fandst du meine Glock so scheiße? Nächstes Mal sagst nein, du, aber hier habe ich vorher ja, Glocks ja, ja. gegossen. Und da wollte ich nicht deine Glock abbauen, ja, weil ich ja. da vorher bin. So, wie viel braucht eine Gear? Braucht 4, ne? 4 Tin zum Beispiel. Ich glaube ja. Wir hatten doch noch Toast. Wollen wir denn den Toast hin? Ich habe sie nicht das genommen. Ich esse die ganze Zeit immer nur gebackene Kartoffeln. Aber, Katze, wir müssen was machen. Die Folge ist nämlich guck schon mal, zu Ende. Habe ich anmoderiert? Ich habe mal anmoderiert. Nee, ich habe anmoderiert. Ich habe anmoderiert. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen, denn das war's schon wieder mit der heutigen Folge. Und ihr seht, die Mühle ist weg. Wir haben eine der andere Mühle dafür gebaut. Ja, ist richtig. Hast du diese Überleitung gecheckt? Wow, die war so geil. Ja. Und awesome. Ja, Redstone und Drawn. Nie wieder Redstone-Mangel. Ja, ich würde sagen, das war's dann mit der heutigen Folge. Macht's gut. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Guckt bei Katze vorbei. Link findet ihr vorbei. Unten in der Videobeschreibung. Ja, danke schön. Und dann haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und gute Nacht. Tschüss.